Es geht also jetzt um Polyneuropathie, eine Nervenschädigung, die für Brennen, die für Empfindungsstörungen, vor allem in den Füßen und den Beinen sorgt. Frau Dr. Janne Giertmühlen vom Uniklinikum Schleswig-Holstein, Sie sind Neurologin und können uns sicherlich mehr dazu erklären. Sagen Sie uns doch noch einmal genau, was ist Polyneuropathie? Ja, die Polyneuropathie ist letztendlich eine Reizweiterleitungsstörung, bei der die Nerven außerhalb des Rückenmarks und Gehirns betroffen sind. Da häufig die längsten Nerven zuerst geschädigt werden, äußert sich die Erkrankung vorzugsweise beginnend an den Füßen und Händen, also zum Beispiel an den Zehen und den Fingerspitzen, beispielsweise mit Kribbeln, mit Taubheit. Es können aber auch Lähmungen auftreten und es können eben auch brennende Schmerzen auftreten. Ist das denn wirklich nur an den Gliedmaßen, Händen, Beinen, Füßen oder kann das auch weiterziehen? Es kann sich auch weiter ausbreiten. Die klassische Polyneuropathie zeigt ein meist strumpf- und sockenförmiges, also strumpf- oder sockenförmig oder auch handschuhförmiges Verteilungsmuster. Und bei fortschreitender Erkrankung erfolgt dann eben häufig ein Fortschreiten in Richtung Körpermitte, das heißt das Bein aufwärts oder den Arm aufwärts. Sie sagen, es gibt da ein Problem mit der Reizweiterleitung in den Nerven, also eine Nervenschädigung. Wie entsteht sowas? Da gibt es viele Ursachen. Häufig ist die Polyneuropathie tatsächlich Folge einer anderen Erkrankung, zum Beispiel eines Diabetes oder einer toxischen Schädigung durch zum Beispiel Alkohol oder andere Nervengifte, zum Beispiel Chemotherapeutika. Es gibt allerdings auch in 25% aller Fälle keine Ursache, die gefunden werden kann. Gibt es denn auch genetische Faktoren? Also kann so eine Polyneuropathie auch im Prinzip vererbt werden? Ja, es gibt auch genetische Polyneuropathien, die meist sich allerdings dann sehr frühzeitig, also zum Beispiel im Jugend- oder Kindesalter oder eben im frühen Erwachsenenalter äußern, sodass man da aufgrund des jungen Alters der betroffenen Patienten häufig schon den ersten Hinweis auf eine mögliche genetische Komponente hat. Natürlich dann auch, wenn man eine positive Familienanamnese hat, das heißt andere Mitglieder der Familie betroffen sind. Bei vielen Erkrankungen kann man das ja so einordnen. Man kann sagen, es betrifft vornehmlich jüngere Menschen oder ältere Menschen, es betrifft vornehmlich Frauen oder Männer. Geht das auch bei der Polyneuropathie? Also es ist sicherlich so, dass mit zunehmendem Alter auch mehr Menschen an einer Polyneuropathie leiden. Das kann man schon beobachten. Das liegt natürlich häufig daran, dass mit zunehmendem Alter auch mehr Erkrankungen auftreten typischerweise und Erkrankungen eben mit einer Polyneuropathie assoziiert sein können. Das heißt, es ist auch manchmal gar nicht so einfach, die richtig zu diagnostizieren. Ja, also zunächst mal geht es natürlich darum, dass man tatsächlich die Polyneuropathie diagnostiziert. Das machen üblicherweise Neurologen mit einer Nervenmessung und gegebenenfalls auch weiteren Zusatzmessungen. Und dann geht es natürlich darum zu klären, welche Ursache gibt es für die Polyneuropathie. Das heißt, man würde erstmal Laboruntersuchungen machen, also eine Blutentnahme und schauen, ob man da Hinweise für eine andere Erkrankung findet. Und wenn das nicht der Fall ist, würde man gegebenenfalls noch ein bisschen weiterschauen und sonst eben möglicherweise auch die Diagnose einer idiopathischen Polyneuropathie stellen, das heißt einer Polyneuropathie, bei der man die Ursache nicht kennt. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist eine Polyneuropathie ja nicht heilbar. Aber wie können Sie die Symptome behandeln? Es gibt unterschiedliche Polyneuropathieformen. Es gibt auch welche, die heilbar sind, aber die typische Polyneuropathie, die man so kennt, die ist in der Regel, solange man eine weiter bestehende Grunderkrankung hat, häufig fortbestehend. Prinzipiell geht es natürlich erstmal darum, dass man bei einer bekannten Ursache diese Ursache möglichst gut therapiert, um die Symptomatik zu verbessern. Und ansonsten hat man die Möglichkeit, symptomatisch zu behandeln. Das heißt zum Beispiel bei Schwierigkeiten der Wahrnehmung an den Füßen mit zum Beispiel dann resultierender Gangunsicherheit, Physiotherapie, also Stabilisationstraining und auch das Stimulieren der Nerven, das Ansprechen der Nerven, um die Funktion zu erhalten und bei Schmerzen dann zum Beispiel eben eine Schmerztherapie, bei der aber häufig eben nicht die klassischen Schmerztherapeutika eingesetzt werden, die man so kennt, sondern eben sogenannte Co-Analgetika, die speziell bei Nervenschmerzen eingesetzt werden. Wenn Sie jetzt gerade von Schmerzen sprechen, es gibt ja auch für einige Fälle einen sogenannten Schmerzschrittmacher. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da gibt es verschiedene Varianten der Nervenstimulation, die man anwenden kann. Bei dem
im klassischen Volksmund bekannten Schmerzschrittmacher ist es so, dass Elektroden im Bereich über das Rückenmark sozusagen implantiert werden, die dann eben mit Strom die entsprechenden Nerven reizen und damit die Schmerzfortleitung hemmen. Das heißt, es gibt verschiedene Mechanismen, man vermindert sozusagen das Fortleiten von Schmerzreizen einerseits und aktiviert aber auch Areale im Gehirn, die für eine körpereigene Schmerzhemmung verantwortlich sind. Ist es denn bei Betroffenen auch sinnvoll, den Lebensstil zu ändern, um besser mit der Krankheit klarzukommen? Also Stichwort Ernährung, Stichwort Bewegung und so weiter. Das ist sicherlich sinnvoll. Wir wissen zum Beispiel, dass Bewegung nachgewiesenermaßen zum einen die körpereigene Schmerzhemmung, die jeder Mensch hat, die aber bei zum Beispiel chronischen Schmerzpatienten gestört ist, verbessert und dass auch die Nervenfunktion darunter verbessert werden kann. Das heißt, regelmäßiges Ausdauertraining und Training ist schon mal eine gute Möglichkeit, die Erkrankung für sich selber auch in den Griff zu bekommen. Ernährungstechnisch gibt es natürlich viele Ansätze mit der Idee, dass vielleicht bestimmte Radikale, die entstehen, die Nerven schädigen. Da gibt es aber bislang noch nicht wirklich evidenzbasierte Untersuchungen, die zeigen, dass bestimmte Ernährungsfaktoren hilfreich sind. Was natürlich sinnvoll ist, ist, dass man das Rauchen aufgibt und den Alkoholgenuss minimiert, weil das Risikofaktoren für eine Polyneuropathie sind.